Hallo, ich bin Peter. Und heute möchte ich euch gern das Messer vorstellen, das mich schon eine ganze Zeit lang begleitet und mit dem ich sehr zufrieden bin. Das ist das Solingen Icon Recondo 3. Das wollte ich gerne testen und es wirklich mal misshandeln, eigentlich schon für die Messerliebhaber unter euch. Und deshalb hat mir Solingen Icon freundlicherweise das KM4000 zur Verfügung gestellt und das Recondo 3 ist dasselbe, nur in grün. Und warum genau ich das so toll finde und warum es einfach wirklich ein echt gutes Messer ist, das zeige ich euch jetzt. Das KM4000 haben wir dann im letzten Jahr intensiv in unseren Waldläuferkursen von den Teilnehmern testen lassen. Schaut euch einfach an. Hier hat das Messer schon super funktioniert, aber wir wollten mehr wissen. Wir wollten wissen, was es wirklich abkann und wie gut es danach noch funktioniert und aussieht. Hier eine kleine Warnung. Die folgenden Szenen sind für sensible Messerliebhaber unter euch eher nicht geeignet. Spitze vollständig vorhanden. Sollte man es halt nicht sehen. Das will heißen, das macht der Messerspitze jetzt überhaupt nichts aus. Man sieht leichte Ablagerungen im vorderen Bereich. Da, der schmiert halt ein wenig, aber ansonsten, ja, schauen wir mal weiter. Wahnsinniger.
KM4000 Messer durch den Baumtest. Die erste. Das haben wir jetzt gemacht, nachdem wir es durch den Motorraum getrieben haben. Yep. KM4000, Feuerholz machen. KM4000, Betoning Test. Die Mitte oder was? Geiler Scheiß, Mann. Macht immer wieder Spaß mit guten Werkzeugen. KM4000, Test für Feathersticks, die erste. Geht ganz gut. KM4000, der Sägetest. Manche werden sagen, dass der Drahtschneider am KM4000 für den Otto-Normalverbraucher eh nie gebraucht wird. Da ist der Stachel drin. Und das ist noch ein riesen langes Stück, über das ich eben gestolpert bin. Von alten Weidezäunen. Weil ich weiß, dass hier im Wald früher eigentlich Äcker und Kartoffelfelder waren. Und hier verschwindet das Stück im Boden. Wie zu erwarten, ist das KM4000 jetzt stumpf. Das versuche ich jetzt zu ändern mit dem, was dabei ist. Ein kleiner,
diamantbesetzter Schleifstein ist es, glaube ich. Schleifen und antesten als ausreichend bezeichnen bei dieser Schleiffläche. Letzter Test. Ein Nagel damit in irgendwas reintreiben. Geht ziemlich gut. Und jetzt versuchen wir mal, was der Drahtschneider abkann. Oh, jetzt habe ich ihn zu weit reingetrieben, das kann ich nur sagen, oder? Ganz ehrlich, das war deutlich leichter als das Stück Stacheldraht durchzuschneiden. Unglaublich. Sieht man es? So. So viel zu unserem Messertest. Das Fazit: Es ist schon ein gutes Messer. Also wirklich ein geiles Stück Stahl. Allerdings im Auslieferungszustand, mit dem Schliff, mit dem es ankommt, naja, da geht mehr. Was man an meinem Recondo sehen kann. Dem einen richtig üblen Schliff verpasst und es ist wirklich furchteinflößend. Allerdings ist es auch super schwer zu schleifen durch den zähen Stahl, der halt verarbeitet wurde. Aber ja. Die Länge ist auch super. Ja, über den Paragraphen auf den deutschen Waffengesetze will ich jetzt hier nicht näher eingehen. Und wem die Tanto-Klinge gefällt, ja, das ist eben auch Geschmackssache, aber ich finde Tanto-Klingen eben auch super und auch hier im Test gezeigt und selbst auch schon ausprobiert. Es funktioniert so. Der Griff ist auch für alle Handgrößen geeignet. Das hat mich selber verblüfft, weil eigentlich dachte ich, das wäre die perfekte Größe für meine Hand, für meine Patzen. Ja. Aber auch kleine Hände, die von meiner Freundin oder von Frauen, die auch im Kurs bei uns teilgenommen haben, die konnten alle gut damit arbeiten. Die Säge ist auch sehr gut.
die Länge vor allem. Also es ist keine kleine Säge, wie sie an manchen anderen Taschenmessern oder so dran sind, ist, sondern eine riesengroße Säge, mit der man auch gut arbeiten kann. Ich habe sie bisher nur mehr zum Kerben oder zum Bearbeiten von Fugen oder sonstigen Dingen benutzt, weniger zum Durchtrennen von Holz. Dafür habe ich eher durch die Wucht des Messers dann lieber die Hackwirkung ausgenutzt. Allerdings macht die Sägezahnung auf dem Rücken es auch schwerer, damit zu schnitzen. Also feinere Schnitzarbeiten damit auszuführen, muss man ein bisschen aufpassen oder Handschuhe tragen. Der Drahtschneider, wie hier im Video gezeigt, ist auch top. Selbst Stahlnägel ohne Probleme durch. Und dazu noch ein Schleifstein, der was taugt. Ja, also für einen mitgelieferten Schleifstein ist er durchaus befriedigend. Als allgemein, als Schleifstein ist es halt ausreichend, aber man bekommt das Messer wieder scharf damit. Und alles in allem in diesem Paket ein super Messer, egal ob für Grobes oder für Feines. Und dazu kommt dann noch die Modelscheide. Und für kein anderes Messer, das ich bisher in der Hand hatte, habe ich so viele Arten gefunden, es zu tragen. Sei es so rum, ja, man kann es so rum reinmachen, man kann es aber auch so rum reinmachen, man kann es so tragen, man kann es nochmal speziell sichern und so weiter und so fort. Ganz viele Kombinationen. Entweder nur mit Scheide am Gürtel, mit Mole-Ansatz am Gürtel, an der Jacke, auf dem Rücken. Alles ist denkbar damit. Das ist wirklich auch ein riesen Vorteil. Ist es nun das beste Survival-Messer? Ja, das beste Survival-Messer ist das, das man dabei hat in der Survival-Situation. Für mich ist es ein sehr, sehr gutes Messer und eigentlich mein Lieblingsmesser. Und ich kann es bedenkenlos jedem empfehlen. Ich hoffe, es war interessant. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Lasst vielleicht ein Abo da für Videos, die noch kommen. Ihr findet uns auch auf Facebook, wo wir uns natürlich auch über Feedback freuen würden. Und alles, was euch gefällt, missfällt, was ihr uns gerne mitteilen wollt, schreibt unten in die Kommentare. So viel von uns. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, eine Sache noch. Manche behaupten, es sei schlecht ausbalanciert und man könne es deshalb nicht gut werfen. Es kommt sehr schnell.